hier noch beim Aufbau. Wir hoffen, dass es gleich losgeht. Vor uns sehen wir jetzt den ÖAV-Truck, den Haupttruck, davor den Buschdoktor und davor den Hanf und Hanf. Ja, mehrere kleine La Ganja Loca sind noch am Schluss und dazwischen sind noch ein paar kleine, die ich jetzt nicht genau sehen kann. Die Piraten mit einem Soundsystem und Medioana ist auch noch da. Dann haben wir eine schöne Bummelbahn und schon jede Menge Leute, die hier versammelt sind. Das Wetter spielt leider nicht so mit heute, aber wir werden trotzdem jede Menge Spaß haben. Ligreis! So, hier am Anfang der Tag gibt es sogar einen geilen Bummelzug. Jetzt sehe ich hier, was macht ihr hier am Flyer vom Hanfmuseum verteilen? Seid ihr aus Berlin oder? Aus Wien. Aus Wien. Wie kommt ihr jetzt zum Hanfmuseum? Zu Fuß teilweise. Das ist ein Deutschland. Ja, na, dann gehen wir zu Fuß hin, geht schon. Von wo seid ihr hier? Aus Wien aus oder? Aus Wien und Köln. Ich bin halb Kölner. 18. Bezirk. Was hat euch hier hingeführt zum Hanf an der Tag? Das Kiffen. Was? Legalisierung von Hanf. Dass endlich legal ist, dass wir kiffen können. Ja. Ab wann sollte das egal sein? Ab sofort. Ab was für ein Alter? Ab 16 oder 18. 21. 21 und die 16, so wie Zigaretten. 18. Du? Ich sag auch 21. Okay, was ist das? Guck mal, das ist eine verkommene Hanfpflanze. Die soll noch mal was werden. Immer packt die warm ein. Ich danke euch, dass ihr hier seid. Bis dann. Ciao. So, und jetzt wird hier gleich auch Maccabi singen. Und wir freuen uns schon alle. Er ist gerade angekommen. Haha. Er ist auch ein ganz tolles Auto von Cannabis Energy Drink. Und die Dose kostet 2 Euro, damit sie sich auch den Sprit leisten können. So, jetzt so langsam kommt der Zug die Maria-Hilfe-Straße runtergerollt. Und ihr werdet gleich sehen, wie lang dieser Zug eigentlich ist. Leider kriegen wir nicht so eine ganz erhöhte Position hier, aber wir versuchen das Beste für euch rauszuholen. Von der Menschenmenge sind es diesmal wahrscheinlich geschätzt etwas über 3000 Leute. Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Polizisten sind es nicht so viel. Pass auf die Pflanze auf, und es soll ja doch ein Symbol sein, dass diese Pflanze endlich ihren Lebensraum hat und ihren ganzen Lebenszyklus durchleben darf, auch in Österreich. Aber behindert ist sie nicht, ne? Nein, die Pflanze ist nicht behindert, aber es heißt doch immer, sie hilft sehr vielen Behinderten. Das stimmt, ja. Findest du, was ist dein Gefühl, dein persönliches, wann wird Cannabis als Medizin endlich legalisiert oder entkriminalisiert?
ich sage einfach, bei der nächsten Wahl wird es ein sehr großes Thema sein. Weil 1 Million Leute in Österreich wollen sich nicht länger kriminalisieren lassen. Da muss etwas weitergehen und es ist nicht einzusehen. Es gibt einen breiten Konsens. Alle Parlamentsparteien haben im Moment nichts mehr dagegen. Wir sind eh schon sehr weit. Ja. Jetzt muss das Ganze nur noch eben in eine entsprechende Liberalisierung gehen. Ja. Danke, Toni. Also gerne. Vielleicht hole ich dich nachher nochmal. Na klar, Mario. Servus. Tschüss. Bernd Amann von Legalize.at. Ganz vorneweg der Toni vom ÖRV. Und jetzt kommt der erste Wagen mit Blumen per Lume. Vorne drauf auf der Schippe, auf dass sie uns nicht länger auf die Schippe nehmen. Von Indras Planet zusammen mit Pyramid Seeds. Natürlich mit einer Hanfbiertheke, wie sich das gehört. Als nächstes kommt dann hier das Buschmobil vom Busch Planet. Wohl schon jedem bekannt mittlerweile, der Traumbus für jeden Grower. Denke ich mal, knapp 500 Leute an uns vorbeigegangen. Rechts und links gehen auch noch sehr viele Menschen vorbei, die man sonst gar nicht so wahrnimmt, weil wir nehmen jetzt nur die Mitte auf. Hannes! Ritter! Hier, das ist unser Hannes, Indras Planet, den kennt ihr ja. Das ist ja unser Haupttraktor hier. Aber es hat ein Traktor, dann sind wir mit zwei Traktoren unterwegs. Ja. Und nächstes Jahr 3 dann, oder was? Nee, dann planieren wir alles. Da können wir nicht vorangehen. Mit den größten Düsen haben wir auf jeden Fall hier. Magst du was sagen für dieses Jahr zur Legalisierung, was du dir wünschst? Oder? Es ist schon Zeit. Es wird Zeit. Es ist Zeit. Sonst kommen wir mit noch mehr Leute. Es ist Zeit. Es ist coming. Yeah.
Danke. Nach einer zwischenrauchenden Menge kommt jetzt langsam hier der Hanf und Hanftruck. Also trotz diesem Wetters muss man sagen, tapfer, tapfer Leute, dass ihr trotzdem hier alle hingekommen seid. Also es sind nicht weniger Leute als bei Sonnenschein, möchte ich jetzt mal behaupten. Oder Michi, wie viele Leute schätzt du hier gerade? Ja, es sind sicher 5.000 bis 6.000, so wie vor der Knappheit auf jeden Fall. Okay, ich habe nicht mehr geschätzt, aber aber du bist positiv. Genau. Was hältst du von der diesjährigen Amtsparade? Bitte? Was hältst du von der diesjährigen Amtsparade? Super, wunderschön. Total gut organisiert, die Leute sind einfach toll drauf. Was glaubst du, wie lange es noch braucht, bis legalisiert wird? Ich glaube, dass es in den nächsten 3 Jahren einen gewaltigen Umbruch geben wird. 3 Jahre? 3 Jahre schätze ich. Weil die Politik hat erkannt, dass man nicht alle einsperren kann, dass es nichts bringt, Leute wegen kleinen Delikten einfach zu verfolgen. Leute, jetzt seht ihr gerade den Hanf und Hanftruck hier an uns vorbeifahren. Ich schätze mal, einer der dicksten Soundmaschinen. Yes, Hand und Hand, rise and shine, Salamander on this truck today. Yes, sir. Aber auch alle anderen Trucks haben sich sehr bemüht und wirklich schöne Programme aufgestellt mit Maccabee, mit guten Dekorationen und Banner. Und ihr natürlich, danke fürs Mitkommen. Macht's mal näher für euch selbst, wie lohnt es euch? Ja, Mann. Now this one dedicated to the hard, honest worker. We come back from working at evening and burn them ganja. It's a cool vibration, we under top, get to hit them with another number. When the sun goes down. So, jetzt kommt hier ein Wohnwagen noch von Indra's Planet. Diesmal dick dabei. Das ist die neue Amtsprinzessin da drin, glaube ich, oder? The ganja pipe plays like beacon. No better boy, down in the evening when you see the sun a set. The day's work done, done, me food a digest. Me load up fi me chalice and to jam me ask for bless. The cup with me a fire with the good strong cess. Herb with me a bun, me said they come from the west. So Leute, hier ist richtig Ex-Müllers hier auf unserem LKW. Und neben mir ist der Alex von der ÖHP. Ja, servus von der Handpartei Athen, Handpartei Österreich. Erste österreichische Handpartei. Genau. Und jetzt würde mich mal interessieren, was habt ihr genau vor? Wo ist eure Linie? Wo wollt ihr jetzt hin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also mal grundsätzlich, wir haben uns gegründet, weil wir nicht mehr zusehen wollen, wie wir kaputt regiert werden, wenn die Lösung auf unseren Feldern wächst. Weil ganz ehrlich, mit der Hanfpflanze können wir unsere ganzen Wirtschaftsprobleme lösen, wir können unsere Gesundheit erheblich verbessern, wir können unser Leben verlängern, wir können unsere Kinder gesund ernähren, wir können mit unserer Medizin für unsere Großeltern sorgen,
und für uns natürlich. Wir können Alzheimer fast komplett heilen damit. Wir können gegen ADHS vorgehen. Wir können Epilepsie damit verringern bis auf ein Minimum. Und ich finde es schade, dass sich dieser Thematik noch keiner angenommen hat heutzutage. Deswegen machen wir das jetzt. Mich würde die Frage, es gibt ja Parteien, zum Beispiel Piratenpartei oder die Grünen, die jetzt auch für Hanf stehen. Warum glaubtet ihr, man muss extra auch eine Hanfpartei gründen? Ja, weil es gibt diese Parteien, du hast recht, aber der Fokus von diesen Parteien liegt nicht so am Hanf wie bei uns. Weil wir nicht nur glauben, wir wissen, das kann man sich ausrechnen, aber ich will euch jetzt nicht mit Zahlen langweiligen, man kann mit dem Hanf in der Medizin, im Lebensmittel und im Konsum und in der Wirtschaft so viel mehr erreichen als mit allen anderen Produkten. Wir können, zum Beispiel, ich war in Kalifornien jetzt, in Kalifornien gibt es kein einziges Plastiksackerl mehr. Die haben das komplett ersetzt durch Hanfplastik, durch recyceltes Papier, durch Hanfpapier. Wir wissen alle, dass wir mit Hanfpapier weit mehr Papier produzieren können, als es die Bäume hier können. Also lassen wir die Bäume im Wald für unsere Natur. Oder? Schließt ihr euch mit anderen Parteien zusammen hier in Österreich, oder? Also, schau, grundsätzlich, ausgeschlossen ist nie irgendwas, aber wir wollen unserer Linie treu bleiben. Und genau deswegen keine Kompromisse. Es gibt ein Programm, das wird durchgezogen, aber an dem Programm ist jeder beteiligt. Jeder, der will, jeder Bürger kann bei uns mitmachen, kann Ideen beisteuern, kann als Aktivist bei uns mitmachen. Denn wir gestalten Politik gemeinsam. Und wir lassen uns nicht diktieren, wir machen das selber. Wir wollen unsere Forderungen, das ist auch, warum wir zusammengekommen sind. Wir sind aus allen Gesellschaftsschichten zusammengekommen. Vom Arbeitslosen bis zum Akademiker haben wir alles dabei. Wir haben aus jede Perspektive. Ich selber wohne auch in Wien. Ich weiß, wir merken anhand des Wohnens schon, wo wir wohnen, wie die Missstände sind. Wir wohnen nicht in irgendwelchen teuren Villen, wo keiner hinkommt. Sondern wir kommen wirklich von da, wo die Action passiert. Und genau deswegen wollen wir was ändern. Denn wir brauchen, abgesehen von einem Frieden, wir brauchen mehr Gesundheit, bessere Lebensmittel, bessere Kleidung für uns alle. Wir brauchen eine Wirtschaft, die Arbeitslose aufnimmt. Wir wollen gezielt ältere Arbeitslose in diese Hanfwirtschaft, in diese Hanfindustrie einfließen lassen, damit diese Leute eine zweite Karrierechance bekommen. Denn jeder hat eine Karriere und jeder hat einen Erfolg verdient. Und wir sehen es nicht ein, dass ein paar Hundert, ein paar Tausend einen Erfolg haben, aber die Masse auf der Strecke bleibt. Jeder ist zwar seines Glückes Schmied, aber man kann nachhelfen. Und deswegen sind wir da. Wir sind gemeinsam da. Unser Motto ist, für euch, mit euch und gemeinsam. Denn nur gemeinsam können wir alles erreichen. Eine Adresse gibt es von euch auch? Ja, natürlich. Also Internet, www.hanfpartei.at ist unsere Adresse. Aber die Hauptaction findet auf Facebook statt. Hanfpartei, ÖHP, einfach in Zufall eingeben, kommen wir automatisch. Und wir haben sogar schon jetzt die ersten Fans in Amerika bekommen. Und ich finde, das sagt was aus. Das sagt aus, dass das Thema brandaktuell und brandwichtig ist vor allem. Ja, wir müssen das jetzt einfach angehen. Und wir hoffen, dass ihr alle mit dabei seid. Dann können wir den Regierenden zeigen, dass es anders geht. Dass es mit mehr Naturschutz geht und trotzdem, dass wir auf nichts verzichten müssen. So soll es sein, oder? Alex, ich danke dir und Leute, schaut einfach mal rein bei der ÖHP, bei der österreichischen Hanfpartei und ja, schaut, dass ihr da mitmacht, dass ihr euch engagiert. Ja. Ja, und jetzt genießt mal den Tag, oder? Genau. Passt, feiern wir schön weiter. Servus. So, jetzt seht ihr den Busch-Doktor-Truck mit Cultiva natürlich zusammen. Direkt dahinter schon wieder rechts und links die Mengen. Und da kommt der Hannes mit seinem Indras Planet Traktor. Hannes! Wie ist der? Hier, das ist unser Hannes Indras Planet, den kennt ihr ja. Das ist unser Haupttraktor. Ja, was hat ein Traktor? Dann sind wir mit zwei Traktoren unterwegs. Ja.
Und nächstes Jahr drei dann, oder was? Nee, da planieren wir alles. Da können wir nicht tragen. Mit den größten Tüten haben wir auf jeden Fall hier. Magst du was sagen für dieses Jahr zur Legalisierung, was du dir wünschst oder so? Es wird schon Zeit. Es wird Zeit. Es ist Zeit. Sonst kommen wir mit noch mehr Leuten, Leute. Es ist Zeit. Es ist coming. Yeah. Die harte Truppe. So, jetzt kommt hier der LKW von der Piratenpartei und dem Soundsystem. Das sind die Leute, die auch immer bei der Peace-Parade dabei sind. Kommt der Wagen hier vom Stecklingsexpress in Wien. Ein Hanfwandertag in Wien. Machen wir jetzt auch mal einen Hanfball. Ein Hanfball, das hat nichts mit Fußball zu tun. Auch nicht mit Handball. Da wird nämlich getanzt. Auf Hanfparkett. Da lassen wir den Hanf tanzen sozusagen. Und das ist hier im, du kannst doch mal dahinter filmen. Das ist im Palais Eschenbach am 25.10. Leute. Sagt schon mal euren Frauen Bescheid, die müssen sich da fit machen, ja. Schön anziehen, Ballkleider, Abendgarderobe, da kommt grün. Genau, grüne Abendgarderobe, da kommen die Wiener DJs, Tonnes Unosino. Unisono ist das Soundsystem, der Parama, der Helios, der Tapanov von der Spirit Base und eben unser Thomas. Dann wird er uns der Joint Corrector Tom beehren, indem er die Leute korrigiert, die irgendwelche Haltungsprobleme haben. Und dann haben wir noch namhafte Künstler, und zwar aus Wien, die zwar volltrotteln, die sind super, die wissen genau, die sind nicht so dumm, wie sie sie tun, ja. Dann gibt es noch Transitive, das ist eine Wiener Reggae-Raster-Band, ja, 7 Mann hoch, im Wiener Dialekt, ganz geschmeidige Musik. Und dann kommen die Droogie Boys, Hip-Hop-Größen aus der Hooligan-Szene, weil auch dort wird Hanf konsumiert, ja. Da werden wir uns da auch mal blicken lassen und mal ein bisschen was aufnehmen, wa? Ja, da würden wir uns freuen. Ihr seid ja herzlich eingeladen dazu, ja? Danke an euch. Ja, bis dann. So, und jetzt kommt der Truck vom ÖRV, vom Hanfverband in Österreich. Zufrieden bist du heute, Daniel, hier mit diesem Hanfanattack? Ja, es ist sehr gut besucht, also es könnten mehr Leute sein, aber das Wetter spielt anscheinend nicht mit. Noch mehr Leute. Naja, es ist, natürlich könnten noch immer mehr Leute kommen, nicht? Aber es ist einfach ein Wahnsinn heute. Ja. Also die Leute, die was herbeigezogen sind, einfach ein Traum. Schön zu sehen, sowas. Jetzt geht's hier los. Yes, get legalized. Ja, ein Müll wird ja auch immer fabriziert, das ist eigentlich auch unglaublich. Schade, dass die Leute so bedrucken lassen.
und Bierdosen und alles, was rumgeworfen wird, das ist ja leider nicht so schön an dem Ganzen. Aber du, wir arbeiten dran, denke ich. Nach Sitzplätzen. Mit Hampfwannertag hat das nichts zu tun. Na bitte. Toll, das kleine Ding. Wir haben auch sehr viele Menschen hier dabei, die wirklich nicht gut laufen können. Ob das jetzt unbedingt die sind, die auf dem Zug sitzen, weiß ich nicht, aber auf den LKWs weiß ich. Es sind einige, die mit dem Gehen Schwierigkeiten haben, mit dem Rücken Probleme haben. Und die sind natürlich froh, wenn sie mal irgendwo mal mitfahren können, wo mal Platz nehmen können. Die Strecke insgesamt ist auch nicht zu kurz, geht glaube ich über 6. Nee, weißt du, wie lange die Strecke eigentlich ist? 7 Kilometer. Schon, ne? 6-7 Kilometer, denke ich auch, wird die Strecke hier sein. Ja, danach kommt noch hier unser kleiner Medioana-Bus. Zeitschrift mit Johanna, solltet ihr alle kennen, zumindest mal lesen. Wirklich interessante Artikel drin. Opportunity in life, you need to go ahead and take it. The world is yours. The world is yours. Neueste Marihuana, Medioana Ausgabe zwischen Fakt und Fikton, der CBD-Hype. Cannabis in der Küche, Hanfas Nahrungsmittel, we like to talk. Legale Straße überall in Europa. Und es muss nicht immer Hanf sein. Psychoaktive Pflanzen für die perfekte Mischung. Schaut einfach mal rein. Come on, musical sing, call reggae party. Oh yeah, I saw me stay. Want you to get in my ground. It's the Lemon again. Hey. It's a party, it's a reggae party. Every man just hold up on your shorty. It's a party, it's a reggae party. All the girls them broke out and get naughty. It's a party, it's a reggae party. Every man just hier rocken auch die Omas bei uns. Also da geht's richtig ab. Jamaica, the island in the sun. Jamaican people know fi party till the place a burn down. It's a land of good vibes, reggae music and rum. Easy ragamuffin, me nah go cool down. We got high grade by the box and red stripe by the case. Anyway, me turn, me no see no screw face. I just the girl, them alone, them a wind up them ways. Wir können das jetzt mal aufnehmen, er versucht sich nämlich gerade noch schnell einen Joint zu bauen. Aber das schafft, bevor die Straßenbahn kommt. Oh ja, er ist schnell, er ist echt schnell.
Manuel, schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier auf dem LKW sein dürfen. Gerne, gerne, immer gerne. Wie gefällt dir denn heute Abend von der Tag hier? Sehr gut, Pimpi-Fan. Wahnsinn. Welcher DJ war heute nochmal auf dem Truck bei euch? Wir haben anfänglich Autarasat gehabt, dann haben wir Kinetical gehabt, Highlight International, King's Crown spielt noch. Wir haben nur zwei Artists, da weiß ich aber jetzt nicht mehr, welche das waren. Und schöne Mädels. Auf jeden Fall. Was schätzt du, wie viele Leute hier waren so auf dem Anfang der Tag? Schwierig, ich habe leider nur von vorne nicht so viel gesehen, aber ich denke so 10.000. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Was denkst du, wie lange dauert die Legalisierung noch in Österreich? Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Schwierig, aber ich hoffe nicht mehr allzu lange auf jeden Fall. Was glaubst du, woran es noch hapert? Politik. Möchtest du den Leuten mal irgendwas mitgeben, noch was sagen, was sie tun könnten oder irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Auf jeden Fall nächstes Jahr, wer dieses Jahr noch nicht dabei war, nächstes Jahr auf jeden Fall herkommen. Super Sache da, unterstützt uns, unterstützt die Jungs, ja, ganz wichtig. Ja, und wenn ihr irgendwas braucht, schaut bei uns am Shop drauf. Ja. Ja. Schaut immer wieder auf www.la-ganja.at. Ist auch nochmal unten eingeblendet. Ey, danke, dass ihr da wart und wir machen jetzt noch Party, würde ich sagen, oder? Definitiv, von Benson. So, ist der La Ganja Loca LKW. Natürlich mit Cannabis in Action. Legal Europe mit Legalized EU. Und natürlich CIA TV, wo ihr eure Meinung sagen könnt heute. Ey! It's a party, it's a reggae party. Every man just hold up on your shorty. It's a party, it's a reggae party. All the girls them broke out and get naughty. It's a party, it's a reggae party. Every man just hold up on your shorty. It's a party, it's a reggae party. All the girls them broke out. We have a 100% of fun. A 100% of fun. We have a 100% of fun. So the vibes them can't done. A 100% of fun. A 100% of fun. We have a 100% of fun. From sun to sundown. Und das war schon ziemlich das Ende der Parade. Ich glaube, die Herren in Blau gehören nicht dazu. Aber die laufen uns immer hinterher. Wir wissen auch nicht warum. So, wir steigen jetzt nochmal hier in den Hacksbus ein. Rein geht's hier. Wo sind wir denn hier? So, wir machen jetzt hier eine Aufnahme. Wie fühlt sich das denn hier so an, so den Hacksbus zu fahren? Ganz einfach. Routine. Wie stehst du als Busfahrer so zum Hanf legalisieren? Ich bin voll dafür. Du bist voll dafür? Ja. Hast du da Gründe dafür? Hast du irgendwie einen Hintergrund? Ja, wegen einer Krebsgeschichte. Magst du darüber kurz erzählen? Ja, meine Frau ist an Krebs gestorben. Vor zwei Monaten. Herzliches Beileid. Ja, und wir hätten vielleicht mit dem Hempöl eine Möglichkeit gehabt, sie zu retten. Ja, und darum habe ich mich ziemlich angeschlossen, dass in Medizin eingeführt wird, aber mehr medizinisch, nicht für komplette Legalisierung. Ab wann findest du, oder du, also du möchtest, dass Hanf oder Cannabis für die Medizin auf jeden Fall sofort freigegeben wird, für Patienten, die Schmerzen haben? Sofort, genau, genau, für das ist das Beste. Bei meiner Frau hat das sehr viel geholfen für die Schmerzen. Jedes andere Opiatum war sie allergisch und hat sich nur übergeben. Wirklich jedes Opiatum. Und das Einzige, was uns schlimm ist, ist Hanföl. Man kriegt hinten Hanföl und da ist sie nie schlecht geworden und die Schmerzen waren komplett weg und sie hat immer schlafen können. Also das war die beste Medizin. Und ohne Nebenwirkungen. Ja. Was glaubst du so, wie lange wird das noch brauchen, bis es hier so in Österreich oder irgendwo legalisiert ist? 10 Jahre, 20 Jahre. Ich glaube nie. Stimmt dich das von Amerika nicht positiv?
Das ist positiv, ja. Aber wenn das Geld mitspielt, wenn der Staat verdient, dann ist es leicht. Ja. Ja. Genau so ist es. Ich danke dir. Danke auch. Danke fürs Fahren. Guck, einen Blindenhund haben wir auch. Na, du? Ganz schön viele auf der Amtsparade für dich, wa? Wie gefällt es dir auf der Amtsparade? Jo, eh. Nee, gut. Passt alles. Was wünschst du dir, wann soll die Legalisierung durchkommen? Ja, von mir aus alles. Wann, was glaubst du, wie lange das noch braucht? Ja, das kann schon einige Jahre dauern. Kann auch länger dauern. Ja. Haben wir noch zu schwierige politische Gegner oder was glaubst du, woran liegt das? Kann ich da leider nicht sagen. Aber ich schätze mal, die Politik wird schon das große Problem sein. Danke auf jeden Fall. Tschüss. Kiffen muss legalisiert werden. Und nur das Kiffen oder das Cannabis eigentlich? Cannabis eigentlich, ja. Na, das ist nicht. Kiffen ist ja eigentlich gar nicht so gesund, habe ich mal gehört. Warum, oder? Ja, heftig schon mal. Wegen so viele Erkrankungen, Tumore, sonst irgendwas. Okay. Man, die sollten das legalisieren alleine wegen dem medizinischen Status. Es hilft gegen Krebsorten, Depressionen, Aggressionen, gegen alles. Wenn es legalisiert, wenn weniger Leute auf dem Gebietsland gerade auf der Tasche liegen. Ja. Weil es ganz einfach, sie rauchen ja, sich 5, 6 offen eine und das ist okay. Ab was für einem Alter würdest du das legalisieren? Ab was für einem Alter? Kommt drauf an, ob die Person selbst, eigentlich ab 18 Jahre, weil es von normalen Gesetz her normal wäre. Aber ich würde sagen, wenn eine Person im Kopf reif ist, wäre es ab 16 auch schon eigentlich in der Hinsicht denkbar, weil mit 16 darf man einen Moped-Führerschein machen. Mit 16 kann ich einen Führerschein generell im Auto machen, mit diesem L17-Dreck da. Also warum nicht auch kiffen, wenn es normal ist? Wenn man sich selber auskennt und man weiß, ja Mann, ich habe vielleicht ein paar Probleme, wenn ich in den Ofen rauche, geht es mir besser. Ja, dann von mir aus mit psychologischer Betreuung oder sonst was. Aber warum nicht? Politiker sind dumm. Wenn wir kiffen würden, würden so viele Minuszahlen wegkriegen in Österreich, Mann. Wir werden in 10 Jahren wie wir Plus schreiben. Warum? Weil wir Cannabis verkaufen. Das ist wie in Amsterdam, wenn du weißt, was ich meine. Dumme Politiker. So, wir sitzen jetzt hier bei Hax im Bus und tolle Sache. Und hinten ziemlich leer, vorne ziemlich voll und ganz hinten, da sitzt der Michi. Ich glaube, der will nach Berlin. Was sitzt du jetzt hier? Ja, eigentlich dachte ich, der Bus fährt nach Berlin, aber dann wurde ich aufgeklärt, dass ich die chillige Fahrt leider nur bis zur Abschlusskundgebung genießen kann und dann morgen früh ins Flugzeug umsteigen muss. Weil es ist wirklich bei dem Wetter auch eine ziemlich gechillte Station auf dem Anfangertag. Ist kalt, ne? Geile Sache, oder? Wir haben uns ja gestern schon getroffen. Ihr seid ja richtig aktiv jetzt hier in Österreich. Du bist am Rumfahren und am Interviews machen. Ja, wir haben ja total viele Leser auch in Österreich vom Hanfjournal. Und wir haben dieses Jahr gedacht, wir haben unsere eigene Veranstaltung eine Woche später in Berlin, dieses Mal am 10. Mai. Und da haben wir uns gedacht, okay, dann gucken wir uns das in Wien mal an, weil ich war noch nie auf dem Hanfwandertag und ich muss sagen, so groß ist es bei uns noch nicht bei die Hanfparade. Also wirklich eine super geile Veranstaltung, ja, sehr schön. Ja, ich denke, die Jungs haben sich wieder angestrengt, zumal das auch jetzt so kurzfristig war. Also da kann man nicht meckern. Und gerade bei dem Wetter, oder? Das sind eine Menge Leute. Also ich bin wirklich sehr überrascht, wie voll das hier ist. Die ganze Innenstadt ist ja voll und auch ein sehr gutes Feedback von den Leuten drumherum. Also ich habe hier wenig Gepöbel gehört oder so, sondern eher Unterstützung von den Außenstehenden und gefällt mir sehr gut. Habt ihr gut gemacht hier. Super. Und wie sieht das aus? Können wir uns hier einrauchen? Trauen wir uns das hier oder? Ich traue mich die ganze Zeit hier einzurauchen. Also ich finde das ziemlich entspannt, vor allem im Gegensatz zur Hanfparade. Ich habe hier noch keinen gesehen, der wegen Konsum festgenommen wurde und ja, hier wird ja fleißig Oregano konsumiert, sage ich mal. Ja. Und deswegen, ich baue gleich noch ein fleißiges Oregano-Tütchen für draußen. Sag mal, jetzt mal, ich möchte mal wissen, was glaubst du jetzt persönlich? Du merkst ja auch so ganz viel, was abgeht, du bist viel unterwegs. Was glaubst du persönlich, wie lange brauchen wir ungefähr noch, bis die medizinische Legalisierung durch ist, beziehungsweise bis eine richtige Legalisierung durch ist, so in Europa, jetzt in Deutschland, Österreich? Ich denke, die medizinische Legalisierung kommt bei der nächsten Regierung ohne Konservative durch in vielen Ländern. Da müssen halt Regierungen drankommen, wo die konservativen Parteien nicht dran sind. Dann wird das relativ schnell gehen, denke ich.
Und die Komplettlegalisierung, ja, schauen wir mal nach Colorado, schauen wir nach Washington. Ich denke, die sind uns knappe 20 Jahre voraus. Ja, das wird noch ein Prozess sein, aber der ist jetzt in Gang gesetzt. Ich denke auch nicht, dass das noch rückgängig zu machen ist. Viele wissen nicht, Alaska ist im November dran. Alaska wird im November legalisieren. Guatemala wird legalisieren. Ganz überraschend, ja, der Präsident von Guatemala hat gesagt, wir werden legalisieren Ende des Jahres. Wir werden es Uruguay gleich tun. Und ich gehe davon aus, da werden weitere Zeichen gesetzt und wir werden uns vom amerikanischen Kontinent ausgehend auf der ganzen Welt in den nächsten 20 Jahren wird sich das ändern. Und auch wie auf dem amerikanischen Kontinent, das heißt zuerst als Medizin, peu à peu, in den USA sind es jetzt glaube ich 26 Staaten es sind auf jeden Fall über 20, sorry, ich weiß nicht ganz genau wie viel. Und dann die ersten drei Staaten jetzt oder zweieinhalb mit legalem Cannabis und ich denke, wir können uns dem gar nicht mehr widersetzen, auch aus rein wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Ja. Das Gesundheitssystem kollabiert. Cannabis ist als Medizin eine super günstige Alternative zu sehr vielen teuren schulmedizinischen Produkten. Und ja, über die Gefährlichkeit der Droge Cannabis müssen wir uns ja auch nicht mehr groß unterhalten. Ja, da wissen alle, es gibt keine letale Dosis im Gegensatz zu den meisten Drogen. Und ja, es ist eigentlich ein Anachronismus und ein Treppenwitz der Geschichte, dass Cannabis heute immer noch illegal ist in Europa, obwohl wir uns ja angeblich als aufgeklärtes Teil der Welt betrachten, ist es schon ein echter Treppenwitz der Geschichte. Was sagst du zu den zwei Drogentoten, die es da angeblich gegeben hat? Die hatten Herzprobleme. Also wir haben da der Franjo Grotenherm, der hat im Hanfjournal da dieses letzten Monat extra zwei Seiten zugeschrieben, weil das so einen medialen großen Effekt hat. Ich kann euch nur empfehlen, lest den Artikel im Hanfjournal, denn der Franjo Grotenherm hat das sehr schön erklärt, warum das keine Cannabis-Toten waren. Das waren Leute, die hatten im Vorfeld Herzprobleme. Ganz arge Herzprobleme. Die wären also an was anderem genauso gestorben? Oder an... Die sind an Herzversagen gestorben und haben auch gekifft. Aber die haben auch sicher Sex gehabt in ihrem Leben und die haben auch sicher mal eine Zigarette geraucht in ihrem Leben oder ein Stück Fleisch gegessen. Also hätte man auch schreiben können, wenn die am Abend vorher ein Stück Fleisch gegessen haben, die sind am Fleisch gestorben. Ja, also es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass da irgendwas dran ist. Sie haben an dem Abend, wo sie aufgrund ihrer Herzprobleme gestorben sind, auch gekifft. Aber die haben bestimmt auch noch viele, viele andere Sachen gemacht. Kausal war es nicht für den Tod. Konnten die beiden Ärzte auch nicht nachweisen. Das, was als Studie vermeldet wurde in Deutschland, war übrigens keine Studie, sondern das war eine Fallbeschreibung von zwei Todesfällen. Es war keine Studie. Es waren nur zwei beschriebene Todesfälle. Zu einer Studie gehören mehr als zwei Leute. So. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal auch, das war so, was da abging, war nicht so gut. Wann ist jetzt die nächste Hanfjournal-Ausgabe, weißt du das? Wir kommen jetzt. Wir sind diesen Monat extra für euch früher rausgekommen, damit wir auf dem Hanfjournal-Tag präsent sind. Im Hanfjournal sind wir vorgestern rausgekommen, das heißt am wir sind schon am 25. April rausgekommen und die nächste Ausgabe ist dann natürlich erst am 1. Juni. Ja, ich weiß ja nicht genau, wann ihr sendet, aber die nächste Ausgabe wird dann wahrscheinlich am 1. Juni sein. Die aktuelle Ausgabe hat sich hier auf dem Thema Hanfwandertag und GMM sehr intensiv gewidmet und die ist jetzt auch schon online. Vielleicht können wir euch ja von Salzburg auch noch was geben. Da findet ja diese Arbeit statt, was ganz Kleines. Ja, das haben wir übrigens angekündigt. Was habt ihr? Das haben wir angekündigt. Echt? Salzburg haben wir in letzter Sekunde vor Redaktionsschluss vom Wind gekriegt und ich habe es auch auf Exzessiv noch in der Kurzankündigung gestern hochgeladen. Salzburg wurde auch gestern bei Exzessiv angekündigt. Super. Ja, okay. Möchtest du noch irgendwas sagen hier unseren österreichischen Zuschauern, was mal so abgeht hier oder was wir tun sollten oder was du dir wünschst oder was du klasse findest? Bündelt eure Kräfte, Leute. In Österreich gibt es eine Menge Leute. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die sich für die Legalisierung einsetzen. Und bündelt eure Kräfte, arbeitet zusammen, dann kriegt ihr das auch hin. Das ist mein Wunsch, mein Tipp an euch Österreicher. Ja, vertragt euch alle so wie wir das auch nicht immer tun. Wir versuchen es. Bündelt eure Kräfte und kämpft zusammen für die Legalisierung. Erst als Medizin, dann als Entspannungsdroge. Und zum Schluss sind wir alle glücklich. Ich denke auch, das ist ein ganz großes Thema. Man hört immer wieder so Auseinandersetzungen oder auf, ich sage immer, Selbstdarsteller oder wie auch immer sie genannt werden. Ich denke, wir arbeiten alle an einem Ziel und wir sind alles erwachsene Menschen. Und wenn mal zwei Probleme haben, dann ist das halt so. Aber deswegen muss dann nicht die Szene fliegen oder Gerüchteküche kochen oder Shitstorms ausgehandelt werden. Shitstorm ist Privatsache. Den kann man irgendwie privat nach
Feierabend machen, nicht auf Facebook, da halten wir alle zusammen, bin ich der Meinung. Da sollten wir uns wirklich alle mal hinter die Ohren schreiben, wir sollten alle zusammenhalten, weil wir haben das gleiche Ziel. Wir haben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, wie wir das erreichen, aber in der Öffentlichkeit haben wir sowieso immer noch zu kämpfen mit unserem Ruf und deswegen, wir müssen zusammenhalten und uns geschlossen dahinter stellen. Und wenn der eine mit dem anderen und der dritte mit dem vierten, dem fünften und der sechste mit dem ersten Probleme haben, dann sollen sie das gefälligst nach Feierabend und untereinander klären. So, meine Meinung. Finde ich auch. Wir müssen jetzt mal Pause machen. Danke, dass ihr da wart. CRL TV, Grüße nach Österreich. Vielen Dank fürs Interview und legalized. Es läuft so viel schief in unserem Land. Drum nehmen wir dies jetzt in die Hand. Drum steht's jetzt auf, stürzt den Zaun. Singt alle mit, verstecken, brauchen wir uns nicht, so raise your voice, to make a change, legalize it, and stop the rage, open your mind, tell it the truth in, and together, our new world will begin. Wo Politiker überredet, wo mit Blödheit überschwingt, so wird Österreich untergehen. Wann wird's nicht für unser Recht einstehen? So raise your voice. To make a change, legalize it, and stop the rage. Open your mind, till up the loving, and together, a new world will begin. Zeit aufzustehen.